Hallo ihr Lieben, wir sind, wie alle sicher mitbekommen hat, auf der Kulinar in Stuttgart und ja, ich bringe euch jetzt einfach mal ein paar Eindrücke von hier mit, von der Kulinar, was hier so los ist, was für Stände da sind und ein bisschen Eindrücke von drumherum nachher. Wie immer gilt, abonniert uns, freuen wir uns, gebt uns einen Daumen hoch und auch gerne was in die Kommentare schreiben. Jetzt viel Spaß mit den Eindrücken von der Kulinar Stuttgart. Viel Spaß! Noch ist nicht eröffnet. Nachher gibt es dann, wie gesagt, auch noch ein paar Bilder, wenn Leute da sind. Im Moment ist noch geschlossen und die ganzen Aussteller bereiten sich alle auf den Tag vor. Hier habt ihr auch den Satoshi, Satoshi-Chin aus Ludwigsburg. Die sind auch hier. Also es gibt wirklich auf der Kulinar, oder gab jetzt für euch, in dem Fall das Video kommt erst hinterher, gab auf der Kulinar wirklich einiges zu sehen. Was haben wir da? Ach, getrocknete Tomaten, Salami, Kartoffelchips, hausgemachte. Eine Soßenmanufaktur mit ganz vielen verschiedenen Soßen. Soßenshop.de. Südtirol ist auch da. Das Ganze? Oder ein Stück davon? Schöner, leckerer Käse. Wirklich ganz, ganz toller Käse. Die liebe Frau heißt, oder die Firma heißt, der Rheingau-Affinär. Also wer wirklich mal ganz speziellen Käse möchte, wirklich sehr ausgefallen, ist auch hier absolut richtig. Hallo, servus. Die Sachen hier sind auch immer sehr lecker. Mega. Auch jedes Jahr da. Jetzt natürlich mit 2 Jahren Pause, aber jetzt zum Glück wieder hier. Hier die Trüffelmanufaktur. Leider ein schlechtes Licht für Video, LED flackert immer, aber wer leckere Trüffelbutter möchte oder Trüffelkäse oder ähnliches, ist hier genau richtig und die Jungs stehen genau neben uns. Und da steht schon der liebe Miguel und wartet, dass endlich die Messe aufgeht und es losgeht. Wie gesagt, gleich um 11 Uhr geht es dann los. Und jetzt im Moment wurde die Kulinar eröffnet und die ersten Gäste warten auch schon, es ist 11 Uhr und jetzt geht es hier los. Ja. Hier ist auch dann schon der Eingang, der ist dieses Mal vorne. Und ja, geht schon wieder morgens los. Morgen! Hallo! So, hallo ihr Lieben, hier Dr. Jagels, auch schon öfters gesendet. Was habt ihr denn hier so Leckeres? Ich gebe euch mal das Mikrofon. Ja, wir haben einen sehr leckeren herben Hibiskus, alkoholfrei, mit Tonic und mit Limette oder auch mit alkoholfreiem Sekt zu genießen und verschiedene Kräuter, Bitter und einen Gin, zuckerfrei mit 50%. Seht ihr, da habt ihr hier schon was gefunden, was ich nachher wieder probieren muss. Viel Erfolg, schönen Tag auf der Messe. So, jetzt ist die Messe in vollem Gange.
gleich weg. Noch einmal kurz ein Rundgang fast durch die kompletten Hallen. Ist ja wie gesagt eine kleine Messe, ist nicht so groß von den Räumlichkeiten, aber ganz, ganz tolle Mitaussteller hier. Ja. So, da gibt es schöne Schneidebretter. Hallo, er ist auch öfters bei uns auf Mallorca. Ja. Hier haben wir noch einen tollen Pfeffer, den haben wir auch zu Hause, der ist auch sehr lecker. Dann gehen wir mal wieder zurück. Retour zum Stand. Lecker Pasta mit Pesto. Dann habt ihr mal einen kompletten Eindruck hier bekommen. Also fast kompletten. Zum Wohl, salut. Und zurück zum Can Gourmet, wo Miguel schon wieder am Wein verkosten und beraten ist.